Moin moin und herzlich willkommen zu Farming Simulator 2017 auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal diesen Menüpunkt Tutorials. Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt für Neueinsteiger, beziehungsweise auch für mich. Bei ein paar Sachen fand ich das jetzt so, könnte ich mal nachgucken. Es wird hier eigentlich sehr gut alles erklärt. Das heißt alles, also viele Sachen werden hier gut erklärt. Jetzt fangen wir mal an mit Ballenpressen. Das ist ein guter Stichpunkt. Das habe ich gestern Abend schon mal gemacht. Aber ich bin da ein bisschen hängen geblieben, beziehungsweise habe was Falsches ausgeführt. So, willkommen zum dritten Tutorial. Hier lernst du, wie man Ballen presst, die sich großartig zur Lagerung von Stroh und Heu für deine Tiere eignen. So, und hier lernen wir halt, wie wir das Ganze Schritt für Schritt machen. Also, wir haben hier am Anfang den Ferguson. Schöne Maschine. Steigen wir ein. Oh, obwohl, müssen wir noch gucken. Oh, ja, gefällt. Und von New Holland so eine Ballenpresse. Gut, soweit haben wir es. So, jetzt sollen wir das Gewicht dranhängen. Ja, hat er. So, dann tun wir uns die Ballenpresse mal ran tun. Die haben wir jetzt auch. Jetzt können wir auf Geräteauswahl wechseln. Könnten wir hin und her switchen, auf wer die wer das Gewicht da vorne verwenden. Also zum Einstellen oder nicht. Und jetzt könnten wir rein theoretisch. Unten habt ihr die Bezeichnung gehabt. Gucken wir nochmal raus. Wir wollen ja auch, dass es gerade wird, deswegen mache ich mal die Sicht auf. So ist okay. So, jetzt können wir erstmal Lichter an, aus. Aber wir machen mal alles an. Um die Uhrzeit müssten wir es nicht. Denn Ballenpresse aufklappen. Das machen wir doch mal. Jetzt könnten wir den Pickup, also den Aufsammler, runtersetzen. Da ist er. Und jetzt anschalten, ne? Können wir nochmal gucken. Ah, läuft. Gut. Jetzt fahren wir mal los, um das Stroh aufzusammeln. Was ich gut finde, wenn man auf dem Feld ist, gibt es gar nicht mehr, dass man dieses Vollgas machen kann. Also nur noch. Man kann nur noch mit dem Gerät, was ihr angeschlossen habt oder angebracht habt, die maximale kmh-Leistung fahren, die ihr auf dem Feld fahren dürft. Könnt. Klappt das? Dann machen wir den hier erstmal. Müssen wir gleich mal einen größeren Bogen fahren. Kann ja nochmal gucken. Klasse, das sollte für diesen Moment reichen. Stroh kannst du als Einstreu für deine Tiere verwenden oder in der Scheune für etwas Geld verkaufen. Gut, nachdem wir den Ballen gepresst haben, brauchst du eine Möglichkeit, sie aufzusammeln, um sie zu transportieren. Das machen wir jetzt mit dem hier. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aufsammler. Könnte man sich ja vorher schlau machen, aber naja. Dann nehmen wir den neuen Fan hier. Ach, der sieht echt gut aus. Und
sind ja jetzt neu mit drinne. So, Gewicht ran. Sieht echt gut aus, ne? Ja. Ah, das war ein bisschen... bisschen hart. So, das ist die Arbeitseinstellung. Mal gucken. Ah, nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. So, wir wollen ja nicht über unser gutes Pressbein gut nicht drüber fahren. So. Mal hingekriegt. Müssen ja auch nicht so schnell fahren. Gut. Gute Arbeit. Das genügt für diesen Moment, fahre jetzt zum Ort, der auf der Karte markiert ist, um die Beine dort zu verkaufen. Du musst zweimal Entladen benutzen. Einmal, um den Beinpresser den Ablademodus zu versetzen und zweites Mal, um die Ballen abzuladen. Okay, das mache ich. Müssen wir erstmal auf Transporteinstellungen. Sehen wir. Kommt keiner. Okay. Wie machen wir das denn am besten? Wer fällt ein hier? Das passt schon. So, Ballen entladen. Bestätigen wir. Ach cool. Gut gemacht. Der Verkauf der Ballen bringt dir leichtes Geld ein. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was. Wenn du noch keine Verwendung für das Stroh hast. Sobald du Tiere hast, solltest du diese Ballen dafür verwenden. Ballen kannst du fast überall recht platzsparend stapeln. Okay. Okay, in der Nähe von einer Tierhaltungsgebäude ist es natürlich recht praktisch, damit du die schnell erreichen kannst. Gut, das war's für Ballenpresse.